think so, huh? Yeah. Just few little things. Nietzsche? Wollen wir nach Heino Hoffmann? Ja. I think so, huh? Yeah. Just few little things. Nietzsche? Liebes Publikum, wir sind sehr, sehr froh, dass wir dieses Konzert auf diese Art und Weise für Sie machen können. Es ist eine schwere, komische Zeit, die wir im Moment haben, und wir hoffen, dass die Musik Sie ein bisschen in die Situation helfen können, ein bisschen vergessen können, was gerade los ist, und Zeit und Raum zu genießen in etwas was ganz anderes jetzt, ein bisschen die Fantasie fliegen lassen. Wir werden dieses Konzert anfangen mit Beethoven, Quintett für Bläser und Klavier, Opus 16. Das ist ein frühes Werk von Beethoven. Man kann da sehr viel Mozart hören. Beethoven hat schon Mozarts Quintett gehört für diese Besetzung und war total begeistert. Die Bläser kamen da so richtig zur Geltung und das hat ihn wohl sehr fasziniert, die Klänge. Und man hört, wenn man so will, kann man richtig Mozart auch hören in Beethovens Musik. Das ist wie kleine Zitate fast aus Opern und sehr melodiös. Aber der letzte Satz hat auch sehr viel Witz und Humor, was die Bläser oft haben. Wir hatten viel Spaß auch in unseren Proben und ich hoffe, das wird man auch hier hören. Und auf dem Klavier haben wir dann Stefka Perifanova. Und ich finde es noch interessant, von Stefka auch zu hören, wie ist es, heute Abend ist ja so ein Abend Bläser und Klavier. Wie ist es für dich, mit Bläser zu spielen, ganzen Abend? Ist es anders? Es ist anders. Es ist sehr bequem. Ich genieße es sehr bei Bläsermusik, also die Komponisten haben sich schon Gedanken gemacht und so komponiert und die Phrasen so gestaltet, dass die physikalische Bedürfnis zu atmen, was bei den Bläsern absolut nötig ist, ist dann in die Musik so gut integriert, dass man nicht so lange zum Beispiel diskutieren muss, von wo atmen wir jetzt, wo machen wir eine Atempause, wie man das bei Streicher auch mit Streicharbeiten auch sagt. Also das ist ganz natürlich, die Bläser atmen, ich atme mit und es hat ein sehr gesundes Gefühl, Musik zu machen, sehr natürlich und sehr, es macht wirklich Freude. Und so ein Programm wie heutige ist für mich ein großes Genuss. Also wir hoffen, dass Sie das genießen werden, liebes Publikum, und viel Spaß. Thank you.
Thank you.
Thank you.
Sie haben soeben die Variationen von Anton Webern gehört. Variationen im klassischen Sinne waren das nicht. Das kann in die Irre führen, dieser Titel. Es ist nicht Variationen über ein Thema von oder so, sondern es ist die Kompositionsweise von Webern eigentlich, die aus Variationen besteht.
Er hat diese Zwölftontechnik ganz verfeinert und variiert dann alle Parameter, er variiert die Dynamik, er variiert auch die Reihenstruktur, indem er die Reihen umdreht und auf den Kopf stellt oder beides macht, im Krebs das liest. Es sind also Variationen über eine Reihe eigentlich, über diese Zwölftonreihe, die er verwendet hat. Und die drei Sätze, das sind nicht drei Variationen, sondern einfach drei Aspekte dieser Art zu komponieren. Das Werk von György Kurtág hat sehr viel mit Webern zu tun. Und zwar hat György Kurtág schon im reiferen Alter alle Kompositionen, die er bis dahin gemacht hat, für ungültig erklärt. Und das war, als er die Musik von Anton Webern kennen und schätzen gelernt hat. Da hat er gemerkt, was ich bisher komponiert habe, das möchte ich nicht mehr gelten lassen. Ich muss neu anfangen. Hat damit Opus 1, Streichquartett, Opus 2, Bläserquintett, gleich zwei Werke geschrieben. Opus 3 ist am Klavier übrigens. Gerade zwei Werke geschrieben, die er der Kammermusik geschenkt hat. Und wir Bläser, Ihnen sind natürlich wahnsinnig dankbar um dieses Stück, weil es wenig so tolle Stücke gibt im 20. Jahrhundert. Es besteht aus 8 ganz kurzen Teilen, also nicht nur 3, sondern 8. Und jedes Stück hat einen ganz eigenen Charakter. Man taucht in extreme Gebiete ein, ganz stille Musik, wo fast nichts passiert. Dann Riesenhornfanfaren, wo dann auch wenig passiert, aber in einem unglaublichen Energielevel, das dann einem wirklich ab und zu immer wieder überrascht und man denkt, wo führt das nun noch hin? Und dann kommt wieder eine Generalpause und dann geht es wieder ganz anders weiter. Es ist also ein Stück, das zwar nur aus 10 Stücken besteht und nur knapp 10 Minuten dauert, aber das Drama, das drin abgespielt wird, das könnte viel länger dauern. Das dauert innerlich gefühlte 2 Stunden. Viel Spaß bei dem Kurtág Opus 2. Thank you.
Thank you.
Spohr ist heute vor allem als Geigenkomponist bekannt. Tatsächlich hat er selber ja auch wahnsinnig gut Geige gespielt. Er war der berühmteste Geigenvirtuose neben Paganini im 19. Jahrhundert. Als Komponist hat er sehr gern experimentiert und sehr originell besetzte Kammermusikwerke komponiert. Oktette, Nonette, wir haben einen Teil davon auch schon in der Gamerata gespielt und hoffentlich werden wir noch weitere Ihnen dann live spielen können. Sein Opus 52 war ganz sicher inspiriert von den Quintetten von Beethoven und Mozart. Diese Quintette waren zu der Zeit und sind es heute noch richtige Renner. Und natürlich hat sich Spohr für sein Werk einen ähnlichen Erfolg erhofft. Sein Stück wurde dann auch sehr, sehr geschätzt von namhaften Komponisten wie Cherubini, Moscheles, Reicher. Chopin hat es sogar selber gespielt im Konzert. Komponiert hatte das Stück für seine Frau, die eigentlich eine Harfenistin war. Sie konnte dann aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr Harfe spielen, sondern Klavier. Und wenn man diesen Klavierpart in diesem Quintett anschaut, dann denke ich, seine Liebe zu ihr war einfach riesig groß, denn der Klavierpart in diesem Quintett, das wir jetzt gleich für Sie spielen, ist ganz einfach grandios. Viel Vergnügen! Thank you.
Thank you.